Der folgende Beitrag ist erstunken und erlogen, werden Verschwörungstheoretiker behaupten. Frontal 21, gesteuert von einflussreichen Mächten, gekauft von finanzkräftigen Gruppen, Lügenpresse. Im Ernst, immer mehr Menschen glauben denjenigen, die behaupten, sie sprechen die Wahrheit aus, während Politik und Medien sie verschweigen. Krude Thesen haben Konjunktur und hohe Klickzahlen im Internet. Bücher über angebliche Bedrohungen kommen oft ohne Belege aus und werden doch zu Bestsellern. Unsere Reporter Werner Loyer und Christian Esser haben genau gelesen und geprüft, was die Angstmacher von Kompakt, Kopfverlag und Co. alles so verbreiten. Ein Berliner Hotel vor ein paar Tagen. Sicherheitskontrollen wie am Flughafen. So sieht es aus, wenn sich 1000 Verschwörungstheoretiker treffen. Ein Teilnehmer spielt uns die Bilder zu. Presse ist ausdrücklich nicht erwünscht. Organisiert hat die Veranstaltung der Kompakt Verlag. Wir versuchen vor Beginn mit Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Entschuldigung, dürfen wir Ihnen gerade eine Frage stellen? Welches Fernsehen sind Sie? Wir sind das ZDF. Oh, die Lügenpresse. Viel Spaß. Ja. Sie sind auf dem Weg zum Kongress? Ja. Was erhoffen Sie sich davon? Ach so, naja. Dürfen wir Ihnen kurz eine Frage stellen? Warum nicht? Weil Ihr lügt sowieso. Ihm glauben Sie, dem Chefredakteur des Kompaktmagazins. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jürgen Elsässer und meine Zielgruppe ist das Volk. Und dieses Volk, unser Volk, das deutsche Volk, ist bedroht. Elsässers Kompaktmagazin bedient mit Titeln wie Die Königin der Schlepper oder Asyl, die Flut, Vorurteile und diffuse Ängste. Immer unter dem Motto Mut zur Wahrheit. Dabei zeichnen Kompakt und seinen Chefredakteur eher der Mut zu besonders üblen Unwahrheiten aus. Beispielsweise über den toten Flüchtlingsjungen Aylan am Strand von Bodrum. Keiner hatte zugesagt, dass der Vater von dem Kind, der wollte einfach weg, um sich seine Zähne in Kanada richten zu lassen. Dafür hat er seinen Sohn geopfert, aber uns wurde suggeriert, wir sein an dem toten Kind schuld. Seine Quelle? Ein Interview in Kanada mit der Tante des toten Jungen. Aber er verfälscht den Inhalt. Zwar hatte sie ursprünglich Geld für eine Zahnbehandlung gesammelt, dann aber beschloss die Familie in ihrer Not, mit diesem Geld die Schlepper für die Überfahrt zu bezahlen. Eigentlich kam mein Vater mit dieser Idee. Ich denke, wenn sie nach Europa gehen, für seine Kinder und eine bessere Zukunft. Dann denke ich, sollte er das tun und wir werden sehen, ob wir seine Zähne dann noch hinbekommen. Das komplette Interview ist bei YouTube problemlos zu finden. Elsässer macht sich die Welt, wie sie ihm missfällt. Doch das will bei den Kongressteilnehmern in Berlin niemand wahrhaben. Da kommen Sie mit, hören Sie, was die Leute erzählen. Wir dürfen ausdrücklich nicht drehen drin. Ach so, weil Sie dann das so schneiden, dass der Scheiße rauskommt. Ja. Das ist ja klar. Was in der Welt und was bei uns passiert und was in der Zeit in verschiedenen Medien davon erzählt wird, also ehrlich. Ja, aber woher wissen Sie denn, dass das hier die Wahrheit ist? Weil ich es an verschiedenen Sachen gemerkt habe. Ja? Können Sie das benennen, also mir ein Beispiel? Nee, ich mag ich jetzt nicht mehr. Ich möchte zur Konferenz, bitte. Es gibt mittlerweile Arbeiten von Psychologen zu diesem Thema, die zeigen, dass jemand, der an eine Verschwörungstheorie glaubt und dann mit Gegenbeweisen, überzeugenden Gegenbeweisen konfrontiert wird, später noch stärker an diese Verschwörungstheorie glaubt. Und jeder, der einen vom Gegenteil überzeugen möchte, ist entweder naiv oder er ist ein Agent der Verschwörung, der gezielt Missinformationen sät und die Öffentlichkeit blendet. Kompakt ist auch Leitmedium für Pegida. Man schätzt sich gegenseitig. Selbst der Galgenmann, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, muss im Exklusivinterview mit Kompakt keine kritischen Fragen fürchten. Und erfahren Sie auch Zuspruch? Ja, also überwiegend da ist schon Zuspruch. Aber die rufen nicht an, die kommen dann persönlich vorbei. Und mit Glückwünschen, einen hast du geschafft. Haben Sie es geschafft in die Medien oder haben Sie es geschafft? Ja, hab's geschafft bis jetzt. Ich bin ja Deutschland berühmtester Mensch zur Zeit. Ne? So skurril es manchmal wirkt, man kann mit Hetze Geld verdienen. Mehr als 40.000 verkaufte Hefte in einem Monat, sagt der Verlag. Ordentlich Geld verdient er auch mit Büchern, DVDs, T-Shirts und Taschen.
Eine Geschäftsidee, die auch andere längst entdeckt haben. Udo Ulfkotte ist einer der Stars der Szene, wird bei Pegida begeistert empfangen. Das allererste, was ich euch sagen möchte, wir sind Patrioten und keine Idioten. Und deshalb gehen wir auf die Straße. Ulfkotte verkauft hunderttausende Bücher, zum Beispiel den Bestseller Gekaufte Journalisten, eine sogenannte Abrechnung mit den etablierten Medien. Gekaufte Journalisten von Ulfkotte ist ein gefährliches Buch, weil es zwei Arten von Kritik mischt. Das eine ist, ich glaube, ungefähr zur Hälfte besteht das Buch aus bekannten Vorwürfen und berechtigten Vorwürfen an Berichterstattung. Dazu packt er aber Geschichten, die viel aufregender sind. Sachen, die teilweise einfach falsch sind, teilweise, die er nicht belegen kann. Aber die große Verschwörung kommt dazu. Ein Beispiel. Nach der Show Deutschlands Beste gestand das ZDF gravierende Fehler beim Ranking ein. Kein Fehler war allerdings der erste Platz von Angela Merkel. Denn sie gewann in der repräsentativen Forsa-Umfrage mit Abstand. Trotzdem macht Ulfkotte eine politische Verschwörung aus. Ulfkotte ist einer ganz großen Sache auf der Spur, dass nämlich im Grunde Angela Merkel überhaupt nicht beliebt ist, dass aber die Umfragen, die das beweisen, irgendwie in Deutschland unterm Tisch gehalten werden. Und er hat eine gefunden, die dann angeblich in Österreich berichtet wurde, wo man feststellte, die meisten Deutschen, zwei Drittel der Deutschen, wollen gar nicht Angela Merkel als Kanzlerin. Was er nicht erwähnt hat, ist, dass das die Fragestellung eine andere war, nämlich wollen Sie, dass Angela Merkel in 10 Jahren noch Kanzlerin ist? Ulfkotte kritisiert bei anderen Manipulationen, manipuliert aber selbst. Erschienen sind seine Bestseller bei Kopp, einem Verlag, der mit Büchern und DVDs über UFOs, gegen das Impfen und die Wahrheit über den Krebs groß wurde. Derzeit ist er allerdings besonders erfolgreich mit Büchern über stille Islamisierung und Asylindustrie. Verleger Jochen Kopp bleibt stets im Hintergrund. Die Journalistin Anna Hunger gehört zu den wenigen, die ihn zu seinem Verlagsprogramm befragen konnten. Da wird nur mit Angst eigentlich gearbeitet. Flüchtlinge werden als die Bombe, als Migrationsbombe bezeichnet, als Waffe, die eingesetzt wird, das deutsche Volk auszurotten. Unsere deutschen Politiker oder auch europäische sind eigentlich immer nur Marionetten von den großen Eliten, die die Welt beherrschen. Und alles folgt einem großen, gefährlichen Plan. Kopp verdient gut mit dem Bedienen von Vorurteilen. 2014 lag der Umsatz geschätzt bei 5,7 Millionen Euro. 10.000 bis 25.000 Bücher versendet der Verlag nach eigenen Angaben pro Tag. Mit uns will Kopp nicht sprechen. Genauso wie Udo Ulfkotte und Kompakt. Man bleibt lieber unter sich und im Internet. Dort spricht dann der Kompakt-Chefredakteur Elsässer mit seinem Chef vom Dienst über das aktuelle Heft. Man ist einer Meinung. Das hat System bei den sogenannten alternativen Medien. Egal ob Lügenpresse, 11. September oder Islamisierung, man interviewt sich gegenseitig auf YouTube, muss damit keinen Widerspruch fürchten, erweckt aber den Eindruck von Seriosität. Auch Ex-Tagesschausprecherin Eva Herrmann soll dazu beitragen,